Es ist Nacht. Sie wird erhellt von zwei hell aufleuchtenden Fackeln und dem fahlen Halbmond am Himmel. Er wirft ein kaltes Licht auf die kahlen Berge im Hintergrund, den erstorbenen Feigenbaum und das Getümmel im Vordergrund. Einer flieht aus dem Bild. Es ist Judas, der Verräter. Den Beutel mit den 30 Silberstücken fest umklammert. Eben hat Judas Jesus noch mit einem Kuss begrüßt. So sollten die Soldaten den erkennen, den sie festnehmen sollten. Nun flieht Judas, den Blick noch leicht nach hinten gewandt. Nur weg von dem, was er angerichtet hat. Später wird er sich erhängen. In der Verzweiflung über das, was er nicht mehr ungeschehen machen kann. Der Baum steht schon bereit. Kahl und tot reckt er seine Zweige in den Himmel. Werfen wir einen Blick auf Jesus. Er ist mit Stricken gefesselt. Die schiebende, vorwärts drängende Menge der Soldaten hat ihn nach unten gedrückt. Eben war Jesus in Gethsemane noch allein. Ganz allein hat er gebetet. Sein Gebet sei so intensiv gewesen, schreibt der Evangelist Lukas, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde gefallen sei. So kann man beten, wenn man mit Gott ringt. Und dann, mitten in die Stille hinein, der einbrechende Lärm. Soldaten mit Spießen und Schwertern, bewaffnet bis an die Zähne, um einen wehrlosen Mann abzuholen. Das ganze Bild ist voller roher, brutaler Kriegsknechte, gewohnt und bereit, jede Form von Widerstand zu brechen. Nur einer hat den Mut aufzustehen und sich gegen die übermächtigen Häscher zu stellen. Petrus. Er haut mitten hinein in die Menge und einem der Landsknechte ein Ohr ab. Ein völlig hilfloser Widerstand gegen die scheinbar übermächtige Gewalt. Jesus und Petrus, sie scheinen einfach hinweggespült zu werden von dieser Woge der Gewalt. Ohnmächtig müssen sie es erdulden und ihre Hoffnung auf den Gott setzen, der die Niedrigen erhöht und der die Gebete derer beantwortet, die zu ihm rufen.